Hallöchen aus Berlin. Wir sind heute Mäuschen bei einem der besten, bekanntesten und absolut idolhaftesten Fotografen von mir überhaupt, Christian Schuller. Den Mann muss man kennen, wenn man Fashion- und People-Fotografie mag. Und dahinter, da verbirgt sich das Studio Schuller, die Galerie Schuller. Und wir dürfen heute bei einem Fashion-Shooting behind the scenes dabei sein. Also eine absolute Ausnahme, wo man mal wirklich über die Schulter schauen kann. Und vielleicht schaffen wir es auch, den Meister nochmal zu interviewen. Weiß ich nicht, ob er sich die Zeit nehmen kann, weil er hat schon die nächsten Termine und ich weiß, es steht an. Früh morgens, los geht's. Viel Spaß beim heutigen Tag. Krone Bund Gerst, abonnieren, Klingel setzen, sonst was. Aber jetzt erstmal Christian Schuller. Fotoshooting läuft gerade, da unten. Wir sind auf der Empore und Christian Studio ist richtig, richtig, richtig perfektioniert. Also man sieht auch, wie da das Gewusel ist. Was ich super interessant finde, ist, dass zum Beispiel alle Lichtformer und alle Lichtsachen eigentlich nicht zwangsweise auf Stativen stehen, aber viele werden auch einfach mit so Wandstativen wie hier zum Beispiel reingerichtet. Er hat ja hier ein Setup aufgebaut, was den Hintergrund mit einem Beamer befeuert. Zwei Strips, die von der Seite kommen, die mit Waben eingesetzt sind, Dauerlicht. Und dann hier oben nochmal so ein richtiges Beauty-Licht, was von oben runter projiziert. Und er arbeitet sehr viel mit Abschattern, mit Flags, mit Sachen, die vorgehalten werden. Und das macht natürlich auch gerade das Fotoshooting für das Objektiv und für die Kamera unfassbar schwierig. Also es ist trotzdem wahnsinnig interessant zu sehen, wie die Ausrüstung und wie die Technik eigentlich nur dafür da ist, dass das Bild in den Kasten kommt, was Christian sich vorstellt. Also man merkt auch völlig, dass er die Kamera vergisst und dass er das wirklich als Werkzeug sieht. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend, wie sehr er in dieses Bild eintaucht. Natürlich zusammen immer im Spiel mit Make-up-Artist, mit Hairstylist, mit das Styling macht ja dann seine Frau, die Peggy, die ja auch die ganze Zeit am Rumarbeiten ist. Und das ist ein ziemlich krasses Uhrenwerk mit sehr vielen Zahnrädchen, die ineinander greifen. Für den Bizeps. Und dann Bizeps, dann passiert es, dass wir bessere Nerven haben. So. Er schiebt doch. Erstmal vielen Dank, Christian, dass wir hier sein dürfen und Mäuschen spielen dürfen. Jetzt, ich bin ehrlich der Meinung, dich muss man nicht mehr vorstellen und wer dich nicht kennt, der ist sowieso falsch und darf direkt wegschalten, weil du ein international und vor allem auch in Deutschland, weil du Deutscher bist, super bekannter Fotograf bist und den man kennen muss im Fashion-Bereich. Erstmal, ich habe eine Frage und zwar, was ist für dich eigentlich so der Kern von so einer Fashion-Produktion? Also wir steigen so ein bisschen ein und ich weiß ja, dass du in die Richtung tendierst, so alles muss zusammenpassen. So, das ist ja ein riesen Tohuwabohu hier, aber das ist hier mehr gesteuert, als man das vielleicht so als Außenstehender erstmal wahrnimmt. Aber wo ist so der Schlüssel für dich? Wo geht alles zusammen? Also erstmal, ich gehe nicht davon aus, dass mich jeder unbedingt kennen muss. Deswegen möchte ich nur sagen, ich bin Christian, freue mich sehr hier zu sein und für jeden, den mich schon kennt, ist meine Ehre. Und wenn ihr noch nicht kennt, ein herzliches Hi. So, und jetzt zu der eigentlichen Frage. Also für mich auch, hier bei dir zu sitzen.
Vorbereitung, Fashionproduktion. Im Endeffekt ist es immer der kreative Prozess. Es ist immer das Gesamte. Du hast hier eine Idee, dann willst du hinkommen und die Arbeit ist der Weg dahin. Und wenn man bei so einer Produktion wie hier am Set dabei ist, dann sieht man ja eigentlich wirklich den Alltag, wie man die Idee versucht umzusetzen und wie man versucht, irgendwo hinzukommen. Und Planung, gute Vorbereitung, das sind all die Dinge, die die essentiellen Voraussetzungen sind, dass du dich nicht völlig verirrst auf dem Weg. Völlig verirren auf dem Weg heißt so viel wie, man hat ein Ziel, was aber auch irgendwie nur so ein bisschen so ein Startpunkt ist, oder? Das ist schon so, also ein Ziel, was ein Startpunkt, da muss man schon irgendwie so eine kreative Freiheit haben, oder? Natürlich ist es mit dem Ziel und Startpunkt so, dass du im Idealfall lässt dich einfach nur treiben. Und es passieren Dinge und du siehst, was passiert und du bist nicht unter Druck, das ist auch okay so. Aber es gibt natürlich den normalen Alltagsfall, ist ja der, dass wir einen festen Auftrag haben. Sagen wir mal, bei so einer Produktion, das war ja sehr editorial, was wir geschossen haben heute. Also nehmen wir ein Beispiel Magazin. Wir haben ein gemeinsames Ziel, zum Beispiel Haute Couture zu fotografieren. Wir haben ein Gespräch vorher. Ich mache ein Konzept, wie ich das Ganze schießen möchte. Kläre das ab mit der Kreativseite gegenüber, weil die natürlich auch meine Strecke gerne in ein Gesamtkonzept des Magazins einfügen wollen. Das heißt, wenn ich ihnen sage, ich arbeite mit Prime Colors, sehr rot, grün, keine Ahnung, gelblastig und sehr plakativ und sehr intensiv und die stelle ich drauf ein, ich wechsle dann plötzlich, ach, weil gerade meine Laune so ist, komplett auf ein erdtönig, super warmes, gelbstichiges Outdoor-Shooting, was eigentlich vor dem Studio geplant war, dann ist das natürlich eine Freiheit, wo man sagen könnte, ich könnte es durchsetzen. Aber es wäre im Sinne der Teamarbeit und im Sinne des Gesamten sehr unvorteilhaft. Denn wir sind ja, meine Strecke ist dann Teil des Gesamtmagazins. Und das ist ganz wichtig. Also das Magazin will mit mir arbeiten, weil sie natürlich erstens mein Stil haben wollen. Aber sie freuen sich, wenn ich ihnen vorher ein Konzept gebe, dass sie auch wissen, wie ich arbeiten werde. Und diese Planung, dieses Fokussiertsein ist schon wichtig, dass wir uns, das meine ich mit dem Verlieren, wir müssen einen Rahmen geben, an den ich mich halte. Ich mich mir selber geben, an den ich mich halte. Ich gebe mir Freiheiten, ich gebe mir immer Bereiche, wo ich dann dem Zufall Raum gebe. Deswegen sage ich, die Grundlage ist perfekte Vorbereitung, perfektes Team, alles ideal da haben, also sozusagen den perfekten Fußboden zum Tanzen herstellen, der muss da sein und dann gebe ich mir die Freiheit zu improvisieren. Aber es ist schon interessant, dass du jetzt gerade sagst, so man spricht schon was mit dem Kunden ab, der erwartet schon was oder der hat schon Vorgaben, die man sich selber vielleicht so ein bisschen setzt und man muss so in diesen Grenzen, man hat Freiheiten, aber das läuft sich alles so ein bisschen, man hat nicht ewig viele Freiheiten. Ich möchte das unterbrechen. Freiheiten klingt immer so, es ist, ich kann mich erinnern, als junger Fotograf, da waren so manchmal so ein bisschen Ältere, schon manchmal so Frustriertere, die sagten, ich muss immer das machen, was die Kunden von mir wollen und nie darf ich die freien Sachen machen und wenn ich endlich mal Zeit habe, dann werde ich meine freien Sachen machen und so vergehen die Jahre. Ich denke, es sind sehr gefährliche. Ich glaube, da hat man eine irrationale Vorstellung von dem, was man alles so Großartiges machen würde, wenn man denn so frei wäre. Ich denke, die Freiheit ist, dass ich bin. Und das, was ich schieße, ist mein Statement. Frei, nicht frei, sind freie Entscheidungen. Ich kann ja auch, wenn mir diese eine Arbeit ein Hauch zu eingeengt war, kann ich ja am nächsten Tag mich hinsetzen und gleich noch was Freies hinterher schießen. Also wenn ich mich eingeschränkt fühle. Ich glaube, die Einschränkung der Freiheit, nein, das ist ein falscher Ausdruck. Es ist mehr ein an Ecken und Kanten von anderen sehr starken Teilnehmern im Team zu stoßen. Man arbeitet gemeinsam. Ich bin natürlich irgendwas untergraben, in dem Moment der Teamleader, aber ich bin nicht der eine wahre Kreative, der Mastermind, wo alle nur sagen, oh, der große Meister kommt, oh. Das ist Quatsch. Ich arbeite zusammen mit der Stylistin, mit der Artdirektorin, Haare, Make-up. Wir sind ein starkes gemeinsames Team. Und es kann während der Arbeit passieren, dass auch eine gute Make-up-Artistin kommt und sagt, du Christian, dein Licht kommt doch ein bisschen von höher, dann ist sie noch stärker. Das ist eine Teamarbeit, wo das... Also du lässt dir auch vom Make-up was sagen, was Licht betrifft und so. Jetzt mal. Genau, ich lasse mir was sagen, weil Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sind Menschen, die ich sehr lange kenne, denen ich sehr vertraue. Und es ist, für mich ist auch diese Arbeit basiert sehr stark auf Vertrauen und Respekt für die anderen im Team. Und nur dann bringen alle maximale Leistung. Wenn eine begnadete Make-up-Artistin oder Hairdresser, wenn die nur brav das machen sollen, was ich ihnen gesagt habe und dann sich sofort zurückziehen müssen... Ich glaube, dann würde ich keinen großen Spaß haben, mehr zu arbeiten. Die wollen auch das Gefühl haben, dass ich genau hinhöre. Und das ist ja mein Mehrwert. Ich gewinne doch dadurch. Ja. Ich gewinne doch dadurch, wenn ich merke, wie auf unserem Weg von A nach B, das ist ja der kreative Prozess, von dem ich sprach,
Wenn der belebt wird, wenn der intensiv wird, wenn der angefeuert wird. Jetzt kommen aber nicht mit dem Argument, viele Köche verderben den Brei. Nee. Ich behalte ja die Richtung bei. Christian, also für mich bist du eins meiner großen Idole. Also ich bin auch hart aufgeregt, dass ich hier sitze. Ach so ein Quatsch. Nee, wirklich. Ich habe Bücher von dir gesehen. Sitzt hier und langweilig? Nein, gar nicht. Ich glaube, da würden viele Menschen töten, um überhaupt mal einen Tag bei dir wirklich so zuschauen zu können. Ich habe Bücher von dir gekannt und Bilder von dir gesehen, da habe ich dich noch nicht persönlich gekannt. Und natürlich hat man dann immer so ein Star. Bild, wo man den großen Gott sieht. Und jetzt, wenn du sagst so, ja, dann kommt die Make-up-Artistin und sagt mir, setz dein Licht höher, dann mache ich das halt, weil die ist ja mir, also find ich sehr sympathisch. Also finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Was ich jetzt als nächste Frage anschließen wollte, war, du hast ja bei Vivienne Westwood studiert, ne? Ja. Mit deiner Frau auch. Ja. Und hast dann sozusagen die Fotografie auch für dich entdeckt. Bei Grundlagfotografie, ja. Und dann, ich war echt hart geschockt, als ich dich zum ersten Mal fotografieren habe sehen, wie techniklastig du auch im Inneren bist. So ein bisschen technik-nerdy bist du schon, oder? Ich bin ein technik-nerdy. Ich bin ein kleiner, als ich kleiner Junge war, ich mochte Nähmaschinen genauso, wie ich Kameras mochte. Und mit 12 besaß ich Nähmaschinen und Kamera. Und habe dann auch schon die ersten Sachen genäht und auch schon dann Freundinnen damals, wir waren alle sehr jung, irgendwie damit angezogen, irgendwie fotografiert. Und meine Hauptbeschäftigung, ich muss wirklich sagen, ich habe ziemlich viel Clubleben in Berlin, als ich dann als Student herkam, ärgerlicherweise verpasst. Weil während die im Club waren, war ich im Labor. Also ich hätte bei mir in einer Mini-Wohnung, in einem Haus, wo die Hälfte der Wohnung gesperrt war, ein Farblabor eingerichtet. Und wenn Vivienne tagsüber da war, war ich auch der Hausfotograf und fotografiert und habe nachts schon die ganze Entwicklung getätigt und alles geprintet, um am nächsten Tag es wieder zu zeigen. Es war wirklich eine Leidenschaft. Das Technik-Nerd. Nein, ich würde eher sagen, Vivienne hat einen wichtigen Satz gesagt, Creativity comes from technique. Wenn du keine Technik kannst, kannst du trotzdem kreativ sein, das ist nicht die Frage. Aber du bist entweder sehr auf andere angewiesen, die sich um das Technische für dich kümmern. Oder die Umsetzung hapert dann, ne? Oder? Die Umsetzung hapert dann. Naja, du bist angewiesen auf Hilfe. Oder Du hast Schwierigkeiten, etwas zu wiederholen, weil du nicht genau weißt, warum es passiert. Wichtig, ich verurteile es überhaupt nicht. Ich würde nur sagen, mein Weg ist der, dass ich wirklich sehr gerne verstehe, was ich tue. Ich verstehe gerne, warum ich es tue. Es ist hilfreich zu wissen, was eine Blitzsynchronzeit ist, wenn du draußen blitzen musst. Es ist hilfreich, wenn du weißt, der Unterschied zwischen einem Schlitzverschluss und einem Zentralverschluss. Es ist hilfreich, wenn solche Dinge vonnöten waren. Okay, jetzt mit den modernen Kameras haben sie Sachen verschoben. Aber auch hier, wenn ich ständig spiele mit Zeiten, Achtelsekunde, 30. Sekunde, 5/1000 Sekunde, das sind ja alles andere Dinge, offene Blende, geschlossene Blende, all diese Dinge, Zusammenspiel aus Licht, Available Light, Blitzlicht, Warmlicht, Kaltlicht, es sind viele, viele kleine Dinge, die ja meine Bildgestaltung beeinflussen. Wenn ich das alles nicht verstehe, dann bin ich ja immer angewiesen auf hervorragende Assistenten, die ich eh habe. Aber trotzdem, es macht mir Spaß, es zu verstehen. Ich wollte gerade sagen, also ihr guckt ja auch viel 100% Ansicht und so. Das ist ja, ich glaube, da wird der ein oder andere Zuschauer, der jetzt das Interview sagt und dann die Bilder kennt, sagen, ja, das ist ja hier teilweise unter. Aber das Ding ist ja, das ist ja gewollt in der Situation. Und das versteht man ja erst, wenn man hier zuguckt und dich so sieht. Und, ja, das hat viel, es hat viel damit zu tun. Wir haben ja mit diesem Thema unscharf und so. Ich glaube, es hat auch eine Reaktion. Wir sind hier immer Aktion, Reaktion, Sinuskurven, Geschmäcker, Dinge hoch, runter. Wir haben ja selber, ich habe natürlich, wie alle anderen, habe ich angefangen mit großen Blitzen, immer größere Blitze, die fantastischen Wiese-Blitze, 1,80 Meter, das war ein Wahnsinnsding in Paris, mein ganzes Studio war nur dieser riesen tolle Wiese-Blitz. Und nur um dann zu merken, dass mir das alles ja viel zu hart ist, viel zu perfekt ist, viel zu scharf ist, und dann kommt der Weg immer weiter weg davon, was ich natürlich noch viel im Ausland gesehen habe, als junger Fotograf, wo ich dann zum ersten Mal die großen Heim-Isa und wie sich dann Sarah Moons Polaroid oder Roversi Polaroid sah, wo plötzlich das Polaroid eingescannt wird oder immer, also Entwicklungen hinweg auch von der Perfektion hin zu einem verträumteren, fast schon aquarelligen Bild. Und natürlich, wenn ich jeden Tag auf Instagram sehe, ich ja immer die perfekte, absolute Schärfe. Klick, 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 beautiful, beautiful. Am besten dann noch ein Weichzeichner, noch schöner, noch schöner. Dann ist es vielleicht auch einfach eine Reaktion darauf, dass man sagt, naja, ich könnte ja einfach ein bisschen noch selber weiterspielen. Aber es hat auch eigentlich ein Back to the Roots. Ich habe schon als Student im Fotobereich Fotos gemacht, wo ich durch Flaschen fotografiert hatte und durch irgendwelche Sachen, die ich auf der Straße gefunden hatte, neue Effekte ausprobiert habe.
Und all diese Dinge sind Sachen, die ich vor 30 Jahren alle schon gemacht habe, aber damals mich nicht traute, weil ich dachte, das ist ja unscharf, das kann, geht ja nicht, das kannst du ja nicht zeigen, es muss ja alles scharf sein. Und jetzt merke ich so, nein, das ist eigentlich viel, viel schöner. Also wenn wir jetzt 20 Jahre früher wären oder 30 Jahre früher, dann würde ich jetzt wahrscheinlich so ein Shooting wie heute auf Polaroid machen und würde dann das Negativ behalten und würde das Negativ dann nochmal printen und würde oder einscannen und hätte dann auch sehr viel von diesem etwas Zufälligen, etwas Unkontrollierten. Wichtig ist, das ist alles natürlich kein Photoshop. Ich weiß, das ist ja das Interessante. Also das sind Bilder, die so direkt aus der Kamera kommen und die getethert werden hier, du fotografierst ja mit der Z9 aktuell und das geht ja direkt da rein und sieht direkt so aus. Und also das ist ja das Beeindruckende, dass das so gezielt gesteuert ist und das Zusammenspiel von deiner Assistentin, die das reinhält, deiner Frau, die das da reinhält, die jeder macht so sein kleines bisschen und man sieht so diese Little Magic Tricks, die da zusammenkommen und plötzlich macht so blick. Ja, aber das hat auch viel zu tun, dass früher haben wir retuschiert wie blöd und dann warst du im Photoshop und ach, ich kann das alles nicht mehr sehen. Ich habe keine Geduld dafür, es langweilt mich. Ich will auslösen und ich will sehen und ich will schnell aussehen. Und ich merke, der Ungeduld ist auch ein guter Motor. Es ist manchmal schlecht, weil du bist dann Gefahr, den kreativen Prozess ein bisschen zusammenzuschrumpfen zu lassen, bis zu einem gewissen Moment geht. Wenn du zu sehr schrumpfen lässt, dann wird es schlampig und schlecht. Ja. Aber im Grundsätzlichen, ich will nicht mehr diese Retuscheart. Das macht mich alles wahnsinnig. Ich will eigentlich das Foto sehen und will es am liebsten sofort exportieren. Du arbeitest ja Z9, dann hast du heute dieses ultra neue 85mm 1.2 drauf gehabt von Nikon. Und dann hast du hier Aperture und Carpet Light. Also das ist ja ein, da sind wir wieder bei der Technik. Das ist ja schon der coolste Shit, der rumschwirrt. Ja, aber das ist das Lustige. Also das Lustige ist ja, als ich ganz, ganz jung war, Student, gerade so, da war ja Nikon so die F3, das war mein Traum. Also wirklich, das war diese Kamera. Ich war mein Vater macht ein Kulturtreffen in Rumänien, wo ich ja herkomme und drei Profis waren da, die hatten alle die F3 gehabt. Die waren natürlich gestandene Profis. Ich war gerade erstes Semester Studium. Ich besaß eine Mini... Spycam so. E20 Spycam damals. Ja, ich weiß. Das war so eine ganz einfache halbautomatische Nikon. Da habe ich mich hochgearbeitet, bis ich dann wirklich die F3 hatte. Und das war alles so aufregend. Und es hat mich so viel Geld gekostet. Es ist so absurd heute natürlich, dass ich jetzt Ambassador bei Nikon bin. Und ich darf die neuesten Spielzeuge haben, die neuesten Kameras haben. Klar, das... Du hast die Z9, hast dieses 1,285er, alles Optiken, die ich früher mir im Schaufenster angeschaut hätte. Was sind die toll und schön? Und jetzt hast du halt alle, darfst du mit spielen und arbeiten. Aber auch da, klare Sache, nur so viel Technik, wie ich ganz genau brauche. Jeder Millimeter, der über dem ist, was ich brauche, rühre ich nicht an. Also das sind Tools. Also ich würde mich niemals abends hinsetzen und streicheln, oh, ich habe eine tolle Kamera. I don't care. Es ist nur dafür da, ich nehme das Ding in die Hand, ich löse aus und genau, du wirst lachen, die Kamera ist nur eingestellt, dass alles ausgeschaltet ist. Ja, also ich habe sie mir mal genommen. Filter so ein und Rauschen, alles aus, schärfen, aus. Es ist nur Adobe RGB, volle RAW-Größe und voll manuell. Ja. Ich glaube, das ist alles. Ja. Und dann wird die Kamera manuell eingestellt. Sie wird genauso eingestellt wie die F3 damals, wie alle Kameras davor, dass sie das alles kann. Doch, die 20 Bilder in Sekunde. Die machst du mal mehr. Wenn jemand springt, weißt du, dann und ich habe so kommerzielle Arbeiten, dann, bevor ich dann jedes Mal 25 Mal diesen Auslöser mache, ich einmal drum, das ist so auch cool. Aber das ist auch so eine Sache, was ich jetzt gemerkt habe beim Zugucken ist, du nutzt ja die volle Bandbreite. Also du gehst ja von einer Achtel, Dreißigstel, Fünfhundertstel, Zweitausendstel bis hin zu Blende 1, 2, 5, 6, 8. Also das geht ja bei dir so schnell, dass da habe ich echt Respekt vor deiner Assistentin, die da noch mitkommen muss und auch noch checken muss, was jetzt hier gerade passiert, so ordnungstechnisch so ein bisschen. Also ja, ich glaube, die muss am Abend sich erstmal von mir sehr erholen, weil das ist sehr, sehr energieschlauchend, denn ich weiß ja, was ich in dem Moment möchte, die Arme weiß es natürlich nicht. Und das führt dann immer zu einer ungerechten Ungeduld, wo ich immer ein super schlechtes Gewissen nach habe. Also wie oft ich mich entschuldigen muss, weil ich natürlich mich das wieder mal einen Hauch zu nervös war, einen Hauch zu, warum das, warum gibt es mir nicht das? Und jetzt im Teufel will sie wissen, was ich in dem Moment möchte. Aber könnt ihr hier alle vom Team Krolup erstmal zuhören? Ich will mich auch in allerhöchster Form entschuldigen, wenn ich... Er hat es gerade sehr, sehr formuliert. Das ist eine ungerechte... das weiß ich. Das ist so. Das ist mir vollkommen klar. Du hast auch vorher, das ist aber auch angesprochen, diese Lampen hier, zum Beispiel das Carpet Light. Das kam mir daher, den Götz hat sich in Hamburg kennengelernt. Der das Ganze macht. Ich bin ja hier in meinem heißgeliebten kleinen Ministudio in Mitte. Aber das ist sehr schön. Das ist total niedlich, aber es ist eigentlich eine Sache, ist es nicht, wovon ich immer geträumt habe. Ich habe immer davon geträumt,
Paris, fünfte Etage, noch ein großes Atelierfenster. Ich war in Paris, Atelierfenster habe ich trotzdem nicht gehabt. Ich bin immer in dunklen Studios gelandet und hatte dann das Nordlicht, das hat mir einfach total gefehlt. Bis wir dann endlich diese flachen LEDs, also für mich war so, wie die digitalen Rückteile ein Gamechanger im Digitalen waren und ich von Film auf Digital wechselte, einfach pragmatisch, weil ich merkte, ich kann ja davon jetzt drucken. So waren diese LED-Panels ein riesen Gamechanger. Spielt aber auch mit der spiegellosen Systemkamera, ne? Das ist natürlich... Absolut, das ist alles Hand in Hand. Und die, und dann da haben wir das Ganze nochmal in 240x240, also von oben. Und wenn du dann auch noch diese herrlichen kleinen Aperture da nimmst, mit denen du so perfekt gezieltes Licht machen kannst, ich blitze überhaupt nicht mehr. Aber hätte, jetzt mal, Christian, eine technische Frage von mir, als auch ebenfalls hoffentlich Nerd, hättest du so fotografiert auch mit DSLR oder analoger Technik? Ich meine, du hast ja mehrere Scheiben vor das Objektiv, du hast Ebenen, du hast... Also grundsätzlich gesehen ja, weil so wie wir arbeiten, arbeiten wir nicht anders als analog. Aber man muss auch klar sagen, dass wir diese ganzen Entfremdungen dazwischen setzen, mit denen wir spielen, haben eigentlich auch ein bisschen was damit zu tun. Das ist ja nichts anderes als in den 70er, 80er Jahren, nimm Sarah Moon, nimm Roversi oder wer auch immer, die ja das Polaroid genommen haben als Medium und nicht den Film, ist ja genauso ein Medium, und dann auch noch am liebsten das Polaroid entweder abfotografiert haben und großgezogen haben oder das negativ genommen haben und mit dem gearbeitet haben. Und das waren ja, das hat man ja auch gemacht, weil durch das Polaroid, durch das Eigenleben, das du nicht ganz kontrollieren kannst, entstand eine neue Ebene, die dann das Bild noch mal weicher, abstrakter oder nachher pixeliger war, oder grainier, weil das abfotografiert ist und solche Dinge. Das ist eigentlich nicht viel anderes. Ich mache es nur bezogen auf heute. Ja. Die Frage stellt sich nicht, ob ich jetzt vor 30 Jahren 1:1 so gearbeitet hätte, weil ich bin nicht vor 30 Jahren. Ich muss heute arbeiten. Ja. Aber ich hätte sicherlich damals genauso die Sachen 1:1 genutzt. Also ich nehme das, weil ich es brauche. Und wenn ich es nicht brauche, würde ich sagen, insoweit bin ich kein Nerd. Denn der Nerd, der macht es als Selbstzweck. Okay. Ich mache es ohne Selbstzweck. Ich mache nur genau das, was ich wissen muss. Das ist auch eine interessante Definition des Nerdes, ne? Dass man sagt, der Nerd macht es nicht zum Ergebnis hin orientiert, sondern zum Selbstzweck des Tuns. Ne? Sehr, sehr interessante Definition. Also wirklich. Was auch ein gutes Recht ist, weil das ist ja dann auch ein Hobby. Das ist ja auch also total legitim. Ich möchte das nicht. Also wenn jemand sozusagen als Selbstzweck sich mit der Kamera beschäftigt, weil es einen begeistert, dann ist das ja auch völlig legitim. Ja, ist wie Fahrradfahren. Der Rennfahrer will siegen und den Pokal und der andere fährt halt zum Spaß durch die Alpen. Es gibt ja aber auch den, der am liebsten das Fahrrad eben auseinandernimmt, repariert und wieder zusammenbaut. Und das ist dann jemand, der zwar selber fast gar nicht fährt, aber einfach die Liebe zum Fahrrad hat. Ich habe das nur definiert, dass meine, also ich würde jetzt wahrscheinlich, aber wahrscheinlich vor 30 Jahren saß ich auch an der Kamera, ohne geschossen zu haben. Hat aber nicht viel, okay. Ja, nee, es ist total interessant. Also es ist wahnsinnig interessant. Ich glaube schon, dass unsere Fotografie ein bisschen riskanter geworden ist aufgrund vieler Kleinigkeiten. Also wenn man so einen Autofokus hat, der einfach durch alles durchgeht. Sie ist nicht riskanter geworden. Sie ist im Gegenteil. Sie ist eigentlich, muss man sagen, das ist umgekehrt. Sie ist treffsicher. Ich will eher sagen, der Standard ist extrem hoch. Ja, okay. Also die Qualitätsstandards für alle, die wir mit Kameras arbeiten, ist extrem hoch. Denn die Kamera können es. Sie machen es das leichter. Das ist wahr, das ist leichter. Man könnte sagen, es ist ja langweilig, ja leicht ist. Aber wir müssen ja trotzdem dann weil es leichter ist, kann man auch mehr. Es ist ein bisschen wie ein Rallye-Fahrer. Ein Walter Röhl, der muss ja früher noch in den 80er Jahren, ist der mit einer Handschaltung und mit einem irrwitzig schwer zu fahrenden Auto gefahren. Die Autos von heute können es alle viel, viel leichter. Aber deswegen ist es... Es ist zwar leichter, aber die Spitze wiederum ist viel dichter. Yeah. Und unsere Spitze ist ja auch sehr, sehr dicht. Und nun, was abverlangt wird vom Hochzeitsfotografen bis zum Rennautofotografen, bis zum Sportfotografen, immer an das Tempo, du musst ja quasi, während du fotografierst, schickst du schon die Bilder, machst parallel noch die Auswahl. Die haben teilweise eine Hand am Laptop. Ja, also das ist ein extrem hoher Standard. Ich habe riesen Respekt davor. Aber auch diese Frage ist nur relativ, weil wir sagen, oh, das ist stressig. Mhm. Aber hättest du jetzt einen Fotografen vor 40 Jahren gefragt, du, ist dein Beruf stressig? Das ist total stressig. Ja. Ich muss 3 Bilder am Tag schießen. Ich muss um 12 Stunden am Set sein. Ich habe bis um 3 Uhr morgens gesoffen. Das ist so anstrengend. Mann, ich habe Stress. Aus seiner Perspektive war es anstrengend. Es ist, glaube ich, es geht mit der Zeit. Jeder kann nur seine Zeit nehmen und kann sich nur absolut in seiner Zeit nehmen. Und nach hinten, denke ich, ist ja auch nur ein Reflex der Älteren,
Und das ist auch nicht nur, weil sie älter sind, sondern meine These ist ja, die deine wichtigsten Jahre im Leben sind, die deine 20er. Das ist da, wo du die meisten Menschen triffst. Das ist die Zeit, wo du eigentlich die Seilschaften für dein Leben kreierst. Die Leute, die im Studium triffst oder in der Ausbildung triffst oder irgendwo. Das sind die engsten Kontakte, die intensivsten Momente. Alles ist neu in deinem Leben. Das Rausgehen ist neu, das Party machen ist neu, das Reisen ist neu. Das ist das Intensivste. Was du da zu dem Zeitpunkt kennenlernst, wirst du später, wenn du 50 bist, wirst du dir sagen, das war die beste Zeit. Und das war doch alles viel besser damals. Die Welt war besser, die Menschen waren schöner, freundlicher, netter, alles war besser. Sie war völlig nur Blumen in der Luft, völlig ungefährlich, es gab keine Kriege, nichts. Weil du selber in der Zeit normalerweise am glücklichsten im Sinne von neu, die Welt neu entdeckend. Das ist übrigens, da habe ich was gelesen letztens, da hatten Londoner Institute Untersuchungen gemacht mit glücklichen und unglücklichen Leuten und die haben irgendwie so ein Fake-Treffen gemacht, haben einen 10-Pfund-Schein hingelegt und die Unglücklichen haben den nicht gesehen. Die sind in diesen Termin reingegangen und der Termin war fake. Die wollten bloß gucken, ob die denn, nur die Glücklichen haben den 10-Pfund-Schein gesehen. Weil die durchs Leben gehen mit offenen Augen, die Unglücklichen, die sind an dem vorbeigerannt und haben sich dann geärgert sozusagen, dass der Termin zu spät war und das ging sozusagen in der Negativität fort. Aber das Interessante ist, dass das Positive gemacht hat. Und das geht ja so ein bisschen in deine Richtung, wo du sagst, man ist so aufnahmefähig, alles ist neu, alles ist toll, alles ist irgendwie mit Endorphinen überschwemmt und plötzlich... Wenn es hoffentlich, ich kann es nur jedem wünschen, aber das war ja mehr darauf bezogen, warum man sagt gestern. Aber jetzt, du bist Nikon Investor, hast du gesagt. Was wünschst du dir noch an Kamera, an Änderungen? Also jetzt, du hast ja den Draht dann direkt dorthin, ne? Ja, es ist wirklich irre, dass ich diesen Draht so direkt habe und diese wahnwitzigen Kameras habe. Ich muss es ehrlich sagen, also das, was ich momentan so in meiner Hand halte, also diese Z9 ist eierlegende Wollmilchsau. Du hast gesagt, die dürfte noch... Ja, ich persönlich, für meine Art zu arbeiten, siehst du, ich muss mal drei Sachen parallel halten, ich würde mich sicherlich noch freuen, wenn dieses, was diese Kamera kann, ein bisschen geschrumpfter wäre. Da bin ich ja voller Hoffnung, dass da vielleicht auch mal noch etwas Kompakteres kommt, weil nicht immer ist es toll, so ein schweres Gerät zu haben. Für mich, gerade hier im Studio und so, da würde ich mich noch wahnsinnig drauf freuen. Also noch mal eine Nummer kleiner, mit dem Könner, bitteschön. Weil ich dachte am Anfang, als die Z9 kam, die ist mir zu schwer, die Z7 ist so schon klein und handlich. Naja, aber so wie das halt ist, wenn du dann einmal damit gearbeitet hast, ich habe die Z9 nie wieder aus der Hand gelegt. Also und was Objektiv betrifft, das 85er 1.2, ja. Was sagst du dazu? Ja, das ist natürlich immer so. Das ist mal, wenn du so Spitzenleistungsobjektive hast, dieses Machbare, dieses selten Machbare, dieses Außergewöhnliche, das ist natürlich wahnsinnig faszinierend zum einen. Es gibt Momente, wo du das auch wirklich brauchst. Und speziell lustigerweise in der Mode, wenn du draußen bist und du möchtest auf die Schnelle trotzdem gewisse Unschärfen hinten erreichen, dann merkst du plötzlich, dass bei einer Blende 4 das nicht geht. Ja. Bei einer Blende 1.2 geht dann doch noch einiges. Und wenn die Schärfe dann auch noch stimmt, ist eine echte Hilfe. Musst du natürlich akzeptieren, dass du so ein kleines Baby bei dir hast. Aber man kann es ja parallel sagen, ich erspare mir das Fitnessstudio. Wobei, ich habe jetzt den ganzen Tag damit gearbeitet. Und ich habe es jetzt auch nicht mehr gemerkt am Ende. Es kommt sehr groß daher, aber es gliedert sich. Es gibt aber Momente, wo du dankbar bist, dass du dieses bisschen mehr an Licht, dieses Fassblende noch mehr hast. Und ich denke aber, in der Realität ist es nicht die eine Blende Licht, weil das kannst du ja mit der ISO-Zahl immer ausgleichen. Durch die Kameras hast du ja so volle hohe ISOs. Das ist aber die Freistellung dann, ne? Die Freistellung, die ist, es gibt Momente, wo du das einfach brauchst. Und dann hast du nicht das 80-200er, wie viel das ist, dabei, oder das 300-28er. Ja. Und dann musst du improvisieren und dann brauchst du so eine Optik. Und ich glaube, für Sportfotografen wird es auch Momente geben, wo du einfach heilfroh bist, wenn du noch diese Möglichkeit hast, eine Nummer mehr. Ja. Ja, ich weiß, du musst weiter, du hast das nächste Date hier in Berlin sozusagen. Ja, und ich will dich nicht, ich bin schon heilfroh, dass du mir all diese Fragen beantwortet hast. Christian, ich bedanke mich sehr stark, dass ich hier sein durfte, auch glaube ich stellvertretend für alle, die zugeguckt haben. Also ich kann nur Danke sagen, ich war sehr beeindruckend und wir dürfen ja hier echt viel, viel Insights zeigen. Also auch da nochmal viel, Martin, alles entspannt, alles entspannt. Das ist alles, ich glaube, dieses ganze, das viel, viel Show drumherum und viel Dünkel und viel Theater, das mal gemacht wird. Denn ich glaube, Kreativität ist nur dann echte, gute Kreativität, wenn es eigentlich völlig alltäglich stattfindet. Also das ist das Entscheidende, dass es extrem lässig ist. Wenn ich eins im Älterwerden gelernt habe, ist, dass jegliche Ego, Dünkel oder irgendwelche solche Geschichten absolute Bremser, Hemmschwellen, es ist wie ein Ballast, den du mit dir rumschleppst. Und das Erste, was ich wirklich gelernt habe, ist, alles über Bord. Und
einfach nur das, was du denkst, was du selber bist, zu sein, sich auf die Arbeit konzentrieren und es in allen Menschen um dich herum so unkompliziert wie möglich zu machen und hoffen, dass sie es dir selber genauso unkompliziert machen. No comment anymore. So, meine Freunde. Vielen Dank. Ich danke dir. Super. Ne? Danke euch, Himax. Super.